Hallo und willkommen, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Zurück mit unserer EU4-Kampagne für Österreich oder mit Österreich. Ich bin das letzte Mal draufgekommen. Ich habe noch eine Fähigkeit freigeschalten, die ganz interessant ist, nämlich wir können Edikte jetzt in unseren Staaten einbringen. Diese Edikte helfen uns, einiges Dinge zu machen, allerdings kostet uns der Staat dann um einiges mehr. Also wir haben für Staaten haben wir Maintenance Costs und im Normalfall werden wir solche Edikte nur dann machen, wenn wir irgendwas ganz Spezielles brauchen, Infos, Religious Unity zum Beispiel oder ähnliches. Ich glaube, ich werde die Musik abstellen oder leiser drehen zumindest. Optionen, Optionen, Optionen. Audio. Okay, verstehe. Es geht nur so laut oder gar nicht. Das liegt daran, dass ich die Gesamtlautstärke bei mir ganz auf Maximum gedreht habe, damit ihr mich besser hört. Ich überlege gerade. Sollen wir das lassen oder nicht? Ah, ist wurscht. Lassen wir es mal. Ich nehme heute eh nur ein Video auf. Ich höre mir das nachher an, ob man mich hört oder nicht. Ja, und dementsprechend machen wir dann weiter. Gut, das letzte Mal habe ich noch ein wenig meine Armeen umgestellt und ein paar Truppen produziert, weil ich ein wenig Geld hatte noch. Ich habe in meinem Hauptstadtgebiet habe ich ein Edikt gestartet, nämlich das Trade Edikt. Das erhöht meinen Trade Income. Das sollte, also laut einem, ich habe mir ein paar Let's Plays angeschaut mit diesem Trade Edikt. In der Hauptstadt fährt man normalerweise immer gut, weil in der Hauptregion zahlt man weniger Maintenance Cost und dadurch zahlt sich es eigentlich meistens oder immer aus. Keine Ahnung, ob es wirklich stimmt. Aber wir machen jetzt ein Trade Income von 2,59. Das ist ein Plus von etwa 0,8. Und wir zahlen nur etwa 0,4 mehr durch das Edikt in dem Ding. Also so gesehen wird es schon passen. Na gut, ja, machen wir einfach weiter. Eines der Hauptprobleme, die ich denke, das passieren kann, ist... wir haben nur bis 1490 Zeit, um zu verhindern, dass... Ja. Wir haben nur bis 1490 Zeit, um zu verhindern, dass die italienischen Gebiete sich aus dem Verband lossagen. Das wollen wir natürlich nicht. Wir können aber erst... wir können aber erst in 9 Jahren Krieg erklären. Nämlich in dem Moment, wo der Herr Franz Stephan auch wirklich Kaiser von oder Erzherzog von Österreich wird, was natürlich bescheuert ist zum Quadrat, aber na gut, was sollst machen? Dann müssen wir 2 Kriege mehr oder weniger relativ schnell hinter uns bringen, nämlich den Venezianischen Krieg, der glaube ich geht relativ einfach, weil ich glaube Venedig hat noch immer nicht allzu viele Bündnisse mit Bosnien und mit den Knights, beides ist jetzt nicht unbedingt ein Großdings und auch der Papst hat nur 2 Bündnisse, nämlich mit Ferrara und Savoyen. We discovered an agent from France, is okay. Truce expired, truce expired, truce expired. Ja, ja, ja. Ja. So, jetzt haben wir insgesamt 36.000 Mann und das sollte passen für den Anfang. So, wir können von irgendjemandem Unlawful Territory claimen, von Brandenburg. Die mögen wir eh nicht, das sind die Elektoren, die uns eh nicht wählen, oder? Brandenburg? Nö, die haben minus 165, das heißt, einen Kriegsgrund gegen die zu haben, ist vielleicht eh nicht so schlecht. So, gehen wir von dem Luca-Typen weg. Ah, ja.
Lüneburg. Er würde das auf keinen Fall machen. Ja, machen wir. Haben wir mal einen Kriegsgrund gegen ihn. Ist mir egal. So, und wir werden jetzt wieder. Schauen wir mal, wer würde. 43, 42 Prinzen sind auf unserer Seite, plus wir sind 43, das heißt 9 sind noch dagegen. Schauen wir mal, Augsburg, Münster, Schweiz, Dithmarschen, gut, Dithmarschen haben wir gezwungen, was zu tun. Ferrara, mit denen werden wir noch Krieg führen, das heißt, die lassen wir weg. Savoyen ebenfalls, das heißt Augsburg. Schauen wir mal, wie schwer es ist, Augsburg dazu zu bringen. Ja, klar. Machen wir Augsburg als nächstes. Improve Relations, Improve Relations. Bald sind wir soweit, bald sind wir soweit. Haben wir noch immer Krieg? Ja, durch den Krieg im Reich haben wir dann nur plus 0,7. Das taugt man gar nicht. Die sollen aufhören, Krieg zu führen da. Führt ja immer dazu, dass ich ihnen dann sage, sie sollen irgendwas zurückgeben. Puh, Brandenburg ist schon ziemlich mächtig. Die werden sicherlich auch von Pommern Sachen sich holen. Und zwar, weil Polen ihnen hilft. Ist eh klar. Ist natürlich doof. So, warte mal. Hatten wir noch ein Bündnis außer mit Polen, mit Baden, Brunswick und Magdeburg. Mal schauen, ob wir denen auch irgendwie einen Kriegsgrund kriegen und dann so das Ganze ohne Polen machen können. Das wäre natürlich sehr lustig. Aber in Wirklichkeit sind das nur Vorbereitungen auf die Zeit, wenn unser Erzherzog endlich erwachsen ist. Franz Stephan ist 8, yay. Ich glaube mit 16. Ah, wir können nochmal von ihnen was verlangen. Das finde ich lustig. So, wo bist du gerade? In Utrecht. Gut, weg da. Fragen wir das auch mal, was soll's. Schlimmer kann die Beziehung zu denen eh nicht mehr werden. Hohohohohoho. Schauen wir mal. Pommern. Na, Stolp will ich ihnen gar nicht wegnehmen. Greifswald am ehesten. Ah, verdammt. Das war's mit den Byzantinern, würde ich mal fast sagen. So, wen haben wir da noch? Münster. Mit Münster. Genau. Münster machen wir auch Improve Relations. So, ein Papst haben wir auch bald auf 5 wieder. Dann können wir Cardinal across the border. Sometimes we have the chance to set some. Ja, okay, das kennen wir schon. We will take our chances. Oder. Noch ein Kardinal. Wie viele Kardinäle haben wir jetzt? Jeder Kardinal bringt uns plus 0,5. Kann das sein? Ja. Dann haben wir plus 1,5. Nehmen wir doch glatt. So, allerdings. Wow. Puh. Nein! Ach Gott, shit. Das kommt davon, wenn man nicht gleich auf Pause drückt. So ein Idiot.
Gebiet aufgenommen. So, dich würde ich ganz gern nach Luxemburg schicken, aber das geht nicht. Wozu brauchen wir denn Durchgang? Ravensburg, Breisgau, Elsass, Lothringen, bist du irre? Hasse Korruption. Komm, unterdrückt man eine Gruppe, schon kommt die nächste. So, die unterdrücken gar nichts, weil sie kein Einkommen haben, gell? Korruption kostet uns auch Geld. Alles sehr ärgerlich. Wir könnten von Böhmen Geld verlangen, da bin ich mir ziemlich sicher, oder? Embargo, enables Cottage. Das heißt, er würde ja nicht mitmachen bei Kriegen, aber mehr Geld liefern. Naja, passt schon. Das heißt, wir können einen von den Dings zurückzahlen. Das heißt, es kommt insgesamt etwas billiger. Naja, sitzt ja. Achso, der kommt zurück. Geht gleich woanders hin, nämlich nach Polen, finde ich gut. Ja, okay, diese plus 79 stimmen natürlich nicht. Wenn wir jetzt gerade das Geld gekriegt haben. So, plus 6,7, das heißt, offensichtlich ist die Korruption vorbei. Wir gehen da auf halb. Das ist ein Plus von 3,87 und reicht das, um da die Anwälte wegzukriegen? Yep, reicht voll und ganz. So, gut, was haben wir noch? Das haben wir schon lange nicht. Okay. Drei Throne brauchen wir. Das heißt, Ungarn ist auch wichtig, dass wir schaffen. Humiliate Rival. Weiß ich nicht, ob wir das mit den Ungarn schaffen. Front, der Diplomat of Hungary ist bla bla bla, das ist mir egal. So, wir können noch einmal Unlawful Territory claimen. Du hast noch was verlangt, bist du deppert. Du bist ja going rampage, könnte man sagen. Warte mal, von denen weg. Ah, wir können das mehrfach verlangen. Na, machen wir doch glatt. So, und so, wir sind bei sieben Prinzen, die dagegen sind und 44 dafür.
Mailand. Versuchen wir noch Mailand oder Liege. Warte mal, wie schaut Liege aus vom Plakat her? Das ist Liege. Minus 12,4. Puh, viel. Muss Mailand. Da ist Mailand, oder? Minus 5,1. Gut, machen wir Mailand. Die wollen wir sowieso als, also als Freund haben. Die sind relativ stark und um ehrlich zu sein, passt das schon, wenn wir denen irgendwie Bauchpinseln. Naja, warte mal. Außerdem können wir hier verlangen, dass der nächste Papst unserer wird. So. Und wie alt sind wir? Sind wir schon 9? Yay, wir sind schon 9. Die Zeit vergeht im Sauseschritt und wir sausen kräftig mit. Heresy. Das ist aber nicht gut. One of your advisors argued with the bishop during your last banquet. And now the church has sent an inquisitor to question the advisor about their ideas. You could spend your influence to defend them or bow to the church to gain the pope's benevolence. Father, your will be done. Gain a skill 1 missionary strength inquisitor of Austrian heritage following the Catholic faith. Gain 10 papal influence. Hmm. The clergy estate gains 10 loyalty. The natural scientist Joachim von Schönburg dies. Oder poison the bishop's lunch next time. Gain 50 administrative power. Hm. Lose 20 papal influence. Naja, 20 papal influence können wir ruhig wegnehmen. Ich habe eh nur 2. Aber 50 administrative power. Wollen wir administrativ steigen? Wo sind wir hinten nach? Nicht administrativ. Diplomatisch sind wir hinten nach. Ist natürlich doof. 10 Loyalty ist jetzt nicht so schlimm. Heißt das, wir stellen den auch gleich ein, den Missionary-Typen, oder der da würde sterben? Die Loyalität der Clergy steigern. Können wir da wieder Klicks machen? Wann können wir da wieder Klicks machen? Die Clergy bringt uns auch Administrative Power. Ah ja. Loyalität da höher zu haben ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Hm, nicht einfach die Entscheidung. Warte mal, was kann denn der Typ überhaupt, der Schönburg? Production Efficiency plus 10% ist jetzt nicht so wichtig. Und 10 Loyalität und 10 Papal Influence ist auch nicht schlecht an und für sich. Ja, machen wir. So, heißt das, wir haben jetzt... Nein, natürlich nicht. Stopp, bleib stehen. Wir brauchen dann 9 Typen. Hier die Inflation. 3,9 pro Monat ist der Halbpreis. Nein, ich glaube nicht. 3,9 im Monat können wir uns das überhaupt leisten? Ja, könnten wir uns zumindest mit dem jetzigen Setup von halb. National Unrest minus 2 ist natürlich auch cool. Stability Cost ist mir wurscht. Missionary Strength ist mir eigentlich auch wurscht. Hm. Können wir da irgendeinen Typen anheuern? Das müsste da sein. Der wäre schon cool, aber das ist teuer. Na gut, wurscht, nehmen.
Inflation Reduction ist auf jeden Fall nicht schlecht. Weil durch die Goldmine haben wir natürlich Inflation. So, irgendwie wollen wir noch... Kommen wir daher. Wenn wir Krieg haben, können wir dort noch immer hin. Außerdem, die sind erst bei 10%, die sind uns eigentlich wurscht. Kärnten, Krein und Görz. Na gut. Dann gehst du mal daher. Fragen wir den Rest auch gleich von ihm zurück, oder?